Ein herzliches Willkommen zurück hier in Baldur's Gate in Durlaks Turm nach wie vor. Im momentanen Keller und wir haben hier diese Geheimtür entdeckt. Ich habe absolut keinen Plan, was uns hier dahinter direkt erwartet. Schauen wir doch mal eben, wie es denn mit den Zaubern aussieht. Okay, passt eigentlich. Heilzauber sind alle vorhanden, so wie ich das sehe. Und auch die Angriffszauber. Passt alles. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was uns da erwartet. Okay. Immer aufpassen. Es hieß ja, wir wurden gewarnt. Es sind viele, viele Fallen. Deswegen ist sie momentan unser wichtigstes Mitglied überhaupt, was das angeht. Ja, funktioniert schon mal sehr gut. Oh je. Ich habe das Gefühl, dass sie zu schwach ist. Es ist ja auch noch krank. Wie geht das denn? Also, dass sie zu schwach ist, dass sie die Fallen gar nicht sieht. Das wäre natürlich sehr miserabel. Ach, wisst ihr was? Ganz ehrlich. Das ist mir so dann doch lieber. Ich möchte es nämlich jetzt testen. Weil wir haben natürlich keine Chance, wenn wir hier einfach die Fallen nicht entdecken können. Auf dem Teppich war die Falle. Jetzt mal schauen. Ja, geil. Wieso löst die jetzt mittendrin aus? Okay, Moment, Moment. Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Na. Was wollt ihr? Hier lang. Stellen wir uns jetzt halt dahin. Oje, oje. Ah, es hat sehr, sehr lange gedauert. Ich hoffe, sie kann die Falle auch knacken. Jawohl. Okay, dann wird es eine sehr, sehr schleichige Sache, glaube ich. Mach's kurz. Mit viel, viel Gespeichere. Wenn sie so lange braucht für eine Falle, dann müssen wir sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Und ich bin mir sicher, das ein oder andere Mal werden wir noch eine Falle auslösen. Okay. Das ist interessant. Hier scheint alles irgendwie, was soll ich sagen, verlassen zu sein. Hm? Oh, so zum Thema verlassen. Ein Wächter und eine weitere, ich sag mal, Tür das oder so ähnlich. Sofort erledigt. Du bist hier lang. Noch ein Wächter. Oh. Eure Anständigkeit ist erfrischend. Das scheint wohl. Vielen Rittern ja. Scheint wohl, als würde es hier noch weiter runtergehen. Können wir mit den Wächtern sprechen? Ich bin das Verderben des Kriegers. Ich lebe in der Dunkelheit seiner Seele. Ich zwinge ihn auf die Knie. Zitternd und weinend, nicht in der Lage, seine Hand zur eigenen Verteidigung zu erheben. Doch ich schlafe, weckt mich auf. Okay, sagt denn der das Gleiche? Ich bin der Fluch des Kriegers. Ich raube seine Zukunft, ich ruiniere seine Vergangenheit. Je mehr er hat, desto weniger scheint es. Er wird zum Sklaven der glitzernden Dinge. Dennoch leide ich Hunger. Gebt mir was Schönes, Glitzerndes als alles andere. Die vier Wächter. Okay. Lesen wir doch mal. Oh, hier wird alles... Okay. Die vier Wächter. Ich habe eine seltsame Erscheinung gesehen. Das hat sie gesagt. Ich bin der Fluch des Kriegers. Genau, kennen wir. Ich muss an diese vier Wächter vorbeikommen, um in die untere Ebene zu gelangen. Ich nehme an, dass einer von ihnen die Schlüsselsteine hat, mit dem der von ihnen bewachte Aufzug bedient wird. Welch glitzerndes Ding könnte diese Wächter von mir wollen? Gold? Edelsteine? Ich muss dieses Rätsel lösen. Okay, und auch hier. Ich muss an diese vier Wächter vorankommen. Was würde dieser Wächter wecken? Vielleicht ein großer Krach von einer Trommel oder ein Gong? Vielleicht auch etwas anderes. Ich muss diesen Rätsel lösen. Okay, es sind vier Rätsel wohl. Ich denke... Oh. Das sieht ja gut aus. Ich bin das Schicksal des Kriegers. Ich erhebe ihn über seine Brüder. Ich schmücke seine Tat aus. Er zeigt Verachtung, wo früher Respekt war. Er wird zum Riesen, obgleich er einst einmal ein Mensch war. Noch fehlt mir die richtige Ehre. Er hebt mich zum vollen Glanz. Durch die Chronik meiner Taten wird er stolz geehrt. Durch die Weitergabe des Wissens wird mein Schwert meinen Ruhm zeigen. Dann werdet ihr wissen, dass ich zufrieden bin. Okay, noch ein Rätsel. Ich frage mich ja, was passiert, wenn wir hier drauf drücken. Und zu guter Letzt, ich bin der Wahnsinn des Kriegers. Ich verfluche ihn mit dem Vertrauen und Respekt. Ich verlangsame den Schwung der Klinge, indem ich seine Lust auf Blut raube und durch ein weicheres Gefühl ersetze.
Dennoch dürstet mich nach mehr. Gib mir den süßen Wein des Lachens und der Leidenschaft. Okay, ich lese mal hier ganz kurz das eben durch. Was würde der Ehre dieses Wächters gebühren? Was würde das Schwert sein, seinen Stolz dazu führen und seinen Ruhm zu zeigen? Er erwähnt Chroniken seiner Taten. Ich muss offensichtlich diese Chronik finden und lesen. Ich denke auch, dass es sich hier um ein Buch handelt. Nur wo finde ich sie? Okay. Und hier als letzter Tipp. Welches glitzernde Ding? Ah, nee, Quatsch, das war schon. Ah, dann kommt das oben. Dann war das... Moment. Hier, Leidenschaft auszudehnen. Und wo auf dieser Ebene wäre es sinnvoll, nach so einem Getränk zu suchen? Uiuiui. Okay. Na gut, wir haben hier noch ein paar Sachen. Okay. Also müssen wir erstmal hier ein paar Sachen durchsuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob das erlaubt ist, wenn wir hier in den Kisten suchen. Oh, nette Sachen hat's ja hier. Das... Oh. Was mich auf jeden Fall stutzig macht, ist... Das hier unten. Was ist das hier? Was, ein Schlägergriff? Brauchen wir nicht. Was haben wir hier drin? Oh. Gegengifte. Ein Haufen Gegengifte. Ah, oh, das ging schnell. Das ging sogar sehr schnell. Was haben wir hier noch für Tränke? Tränke der Meisterdiebskunst. Oh. Schlösser öffnen plus 40. Taschendiebstahl plus 40. Aber leider kein, wobei... Welche Punkte geben Fallen finden gibt's selber. Okay. Na gut. Sehr schön. Oh. Ah. Yep. Ich sag ja, wir lösen die ein oder andere Falle nochmal aus. Denn ich verschwinde jetzt. Okay, wir haben zwar die eine. Oh, gleich so viel Fallen. Okay. Boah, Alter. Ist klar. Ja, gut, das erklärt die Leichen. Was? Hier verschwende ich nur meine Talente. Kommen wir mal hier runter. Waren das alle? Du bist hier lang. Da kommt noch eine Geheimtür. Hier kommt sogar ein Gegner, der erste. Waffe unwirksam, das ist super. Mach's kurz, natürlich. Für die Gefallenen! Schicken wir einfach mal unseren Großen drauf. Jawohl, Minsk macht natürlich wieder hier alles platt. Das ist klar. Was, denn ich verschwinde jetzt. Sucht einfach nach weiteren Fallen. Ja, natürlich. Kann ich euch behilflich sein? Wir dürfen nicht zu weit runter. Oh, verlangsamt, okay. Aber alles kein Problem hier. Der gute Minsk mit seinem Superschwert. Zack, da wumm. Wunderbar. Hier müssen wir halt ein bisschen warten, bis das Ganze ausgeklingt ist. Ja? Währenddessen suchen wir einfach mal weiter. Oh, Munitionskugeln sind natürlich immer nett. Gib mal ihm die ganzen Schriftrollen, denn du brauchst das Zeug eh nicht. Genauso wie den Stab. Oh, der ist schon wieder voll. Okay, gib ihr mal die Kugeln. Warum bist du voll? Okay, können wir nicht identifizieren. Beißende Pfeile. Ach, ganz ehrlich, tschüss. So, benutzt eh keiner einen Bogen hier. Das sieht aus wie der Stab der Furcht. Ach komm, jetzt nehmen wir mal die Formel. Oh, der Monsterbeherrschung. Herbeirufung. Monster mit 12 Trefferwürfen beschwören. Pff, ja, gut, besser wie nichts, ne? Okay. Das packen wir einfach hier rein. Lassen wir mal noch offen. Okay. Suchen wir weiter nach Fallen. Ah, das gibt's nicht. Alter, da schrickst du dich zu Tode. Oh, mein Herz. Okay. Ich kann ja nicht immer laden. Oh je, das kann dauern. Und das kann wirklich dauern. Mit Verlangsamung. Ich will jetzt hier aber auch nicht... Oder geht der Zauber daneben? Nein, wunderbar. Klappt. Mich kümmert's nicht. Okay. Denn ich verschwinde jetzt. Hier bleiben wir stehen. Na komm. Also wir können froh sein, dass ihr die Fallen überhaupt entdeckt. Ich hätte doch mehr in Fallen finden investieren sollen. Okay, hier ist noch eine Falle. Kriegen wir sogar geknackt. Das ist schon mal gut.
Oh, Bolzen. Das ist nice. Das ist sehr nice. Oh, ein Plattenpanzer. Okay. Achso, ja. Komm mal hier runter, bitte. Ein Plattenpanzer. Warte mal, hat nicht er auch einen Plattenpanzer? Ah, nee, er hat einen Prunkharnisch und er hat den Plattenpanzer. Aber es ist schon plus 1. Vielleicht finden wir ja einen plus 2. Das wäre nicht schlecht. Das würde ich sehr begrüßen. Boah, plus 3. Ja, leck mich am Arsch. Nice. Sehr nice. Plattenpanzer plus 3. Das macht minus 4. Okay, was gibt er hier? Rüstungsklasse 1, Rüstungsklasse 2. Das heißt, er ist schlechter. Ja, okay, der ist schlecht. Ja, der ist schlechter. Schade. Aber minus 4 ist gewaltig und es sieht verdammt geil aus, vor allem dazu noch. Das muss man dazu noch sagen, ey. Okay, ihm geben wir das Gegengift mal eben. Kannst du einen Trank nehmen? Haben wir nicht irgendwas mit Fallen finden? Wahrnehmungstrank. Fallen finden und entschärfen. 20%. Oh, sehr gut. Du bist ja ein Dann nimmst du mal den Wahrnehmungstrank, bitte. Ich hoffe, diese 20% reißen es raus. Oh. Oh, das war knapp. So viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. Weintrauben, bingo. Ich glaube, hier haben wir was gefunden, was wir für oben brauchen. Die Geschichte von Dambras ist vielleicht sogar eine Legende. Oh, Munition. Nein, das brauchen wir nicht. Eine Schleuder und bessere Kugeln. Ach, scheiß drauf, komm. Eine Schleuder. Okay, geben wir ihm mal einfach alles, wenn es dem inventartechnisch platzt. Passt. Nicht platzt. Oh, er kann es gar nicht verwenden. Sie kann es auch nicht verwenden. Okay. So, das ist klar. Die können wir hier drauf patschen. Schleuder plus 1. Wir haben selber eine Schleuder plus 1. Sie hat aber eine schlechtere Schleuder. Also können wir ihr zumindest mal die Schleuder plus 1 geben. Dann macht sie wenigstens ein bisschen mehr Schaden. Das ist schon mal gut. Hier steht, diese Weintrauben sind von einer seltsamen Leuchten erfüllt. Okay. Und wir haben die Chronik. Wo ist die Chronik? Die Geschichte von Dambras. Puh, das alles natürlich zu lesen, werde ich nicht tun. Die Frage ist, hat es damit irgendwas zu tun? Die Nation von Dambras wurde aus einem barbarischen Königreich vor etwa einem halben Jahrtausend vor einer mächtigen Vereinigung von Priesterinnen von Loviatar und den Draw aus der Stadt Tilindheld gebildet. Jetzt ist die... okay. Die Frage ist, hat das eine irgendwie mit dem anderen was zu tun? Ah, das passt auch nicht rein. Okay, schade. Okay, wir müssen den Trank weiterhin nutzen. Dachte ich mir schon. Alter, es hat sich auf jeden Fall mega gelohnt, hierher zu kommen. Allein nur wegen dieser Rüstung. Ich bin gespannt, ob wir noch weitere Sachen... Was der Mechanismus, der hierher führt, verantwortlich ist, ist nicht mit einem herkömmlichen Schloss gesichert und vermutlich gegen einen einfachen Zauber geschützt. Das heißt, wir können ihn nicht aufknacken. Das wiederum heißt, wir müssen was finden, um das irgendwie aufzukriegen. Okay. Die Frage ist nur, was? So, wir speichern mal wieder. Wie viel hat sie denn jetzt eigentlich durch diese 20%? Okay, 125. Ich bin mir sicher, das reißt nicht wirklich was raus. Oh, ein Fleischgolem und Spinne. Die beamt sich eh her. Hä? Ach, hier ist ein Gang. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, du musst ganz schön hinten bleiben. Wird natürlich jetzt von diesem scheiß Fleischgolem verfolgt. Okay. Pass auf, du gehst da drauf. Du haust mal hier einen Zauber drauf. Du haust auch einen Zauber drauf. Und du gehst mal auf den Fleischgolem. Zack. Oh, Magiewiderstand. Ach du Scheiße. Ich wusste, dass dass Golems immun sind. Aber bei dem Fleischgolem dachte ich eigentlich, das passt. Oh, sehr schön. Er ist abgelenkt. Oh, sie kann schon... Ah, sie kann eigentlich voll vergessen. Ich depp. Hallo. Hier drauf, du wirst nicht sterben, du musst weg. Minsk drauf. Blockier den Weg, jawohl, wunderbar. Versuch dich mal selber zu heilen. Oh, das ist furchtbar, wenn die so langsam ist. Okay, der Fleischgolem, der wird kein Problem sein, denke ich. Jawohl, da hat sie ihn zerfetzt. Oh, und die Verlangsamung ist weg. Also langsam wäre so ein Massenheilen echt geil. Wir können uns kaum noch heilen. Das ist furchtbar. Zack.
Du kannst hier noch ein bisschen draufklatschen. Einmal hier. Einmal auf dem Minsk. Du kannst dich weiter selber hochheilen. Einmal da, einmal da. Können wir hier nichts... Ich müsste was opfern. Ich müsste halt das mit der Krankheit heilen opfern. Oh. Das ist ein böser Zauber. Insekten herbeirufen. Ein absoluter Anti-Magier-Zauber. Da schwirren quasi, um es zu verdeutlichen, da schwirren quasi die Insekten um den Magier rum und er kann sich nicht mehr konzentrieren, einen Zauber auszufüllen. Oh, was haben wir denn hier? Eine Schatzkammer, hm? Kriegsskelett und ein normales Skelett. Ach komm, Kriegsskelett. Minsk, komm. Das kriegst du hin. Und wie du das hinkriegst. Oh. Oh, leicht verletzt. Oh, okay. Wir müssen zaubern. Und wir brauchen... Scheiße, wir haben jetzt natürlich alle Heilzauber verbraten. Das ist blöd. Sie kommt nicht hin, wegen ihm. So gut wie erledigt. Ich tu mein Bestes. Hm? Ah, so jetzt kommst du hin. Erledigt. Jetzt kommst du hin. Du bleibst schön da. Nein, sie kommt immer noch nicht hin. Oh, echt jetzt? Ich tu mein Bestes. Scheiße, der verreckt mir noch. Der verreckt mir noch. Jetzt, Hitler. Drauf. Schaden, schwer verletzt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und nochmal drauf. Und da auch nochmal drauf. Und zack. Ah, ich hab's nicht gesehen. Warum sind die alle Magiewiderstand? Da bringt ein Flammenfall wahrscheinlich auch wenig. Okay, das hat auf jeden Fall geklappt in dem Heilen. Tja, jetzt. Jawohl, jawohl. Okay, okay, alles klar. Oho, ein Zweihänder, okay. Und irgendein Helm, der interessiert uns wenig. Genauso wie das uns wenig interessiert. Gehst mal da hoch und guckst, ob der Schatz was... da eigentlich die Fallen sind. Und was kriegen wir hier Schönes? Ah, leider nur ein Plus 1, denn unserer ist nach meines Wissens besser, oder? Plus 2 und man darf nicht vergessen, er hat Hass drauf. Aber nichtsdestotrotz, man weiß ja nie, ob er kaputt geht. Wir können ja schon mal ihm das anlegen. Nimmst natürlich das hier, oder? 10 bis... Ja, ja, ist auf jeden Fall besser. Ja? Nichts gefunden? Okay. Ja. Ich hoffe, das stimmt. Oh, noch ein Geheimgang. Und ein seltsamer Schlüssel. Ich frag mich, wo der Schlüssel rein... Ob der hier unten reinpasst? Die Schreibtischschublade ist durch ein einbruchssicheres, seltsames aussehendes Schloss verriegelt. Ich werde wohl den Schlüssel suchen müssen. Ah, das könnte das sein. Trank der Frostriesen. Ach, ganz ehrlich, brauchen wir nicht den Scheiß. Jetzt sind wir schon wieder voll. Ah, ist hier viel Gold drin. Und Munition, magische Munition ohne Ende. Wir müssen mal die Munition hier eben... Zu weit weg. Zu weit entfernt. Wir geben ihr alles mal. Sie kann ja auch ein bisschen identifizieren und sogar ohne Zauber... Bolzen plus 2 kannst du gleich mal behalten. Kleine Schlipp plus 1 brauchen wir nicht wirklich. Die Munition, ja, packen wir gleich mal hier mit drauf. Das brauchen wir noch. Ansonsten, ja, das hier auch noch. Pfeile, ja, bringt uns nicht wirklich was. So, Kugel plus 1 hat auch er hier irgendwo noch gesammelt. Sehr schön. Ansonsten ist da nichts. Jetzt können wir nochmal probieren, ob das mit dem Geheimgang, mit dem Schloss funktioniert. Kriegen wir es auf? Ach. Ich tu mein Bestes. Alter. Danke. Oh, es hat funktioniert. Was haben wir hier? Schalter für eine Maschine. Oh, das scheint... Also langsam wird es echt kompliziert hier. Dies scheint ein Schalter für irgendeine Art von Maschine zu sein. Okay, geben wir ihm das mal. Wobei, der... Brauchen wir den noch? Wir behalten ihn mal. Ich meine, jetzt hat er alles. Trauben etc. Geben mal ihr ein paar Kugeln plus 1. Dass wir hier mal wieder ein bisschen Platz kriegen. So. Das sieht aus nach Chaos. Jawohl, es ist Chaos. Und diese ganzen Zauber können wir mal alles... War klar.
Ach, jetzt können wir es doch lernen. Vorhin konntest du es noch nicht lernen. Komisch. Okay, das können wir hier reinpacken. Das können wir genauso hier reinpacken. Und so langsam sollten wir echt mal dieses Ding hier aussortieren. So viel Zauber, wie wir da schon drin haben, könnte alles ein bisschen Geld geben. Okay, was haben wir hier noch drin gehabt? Nochmal diese Schleuderkugeln. Zack, jawohl. Kugeln plus 2 haben wir jetzt schon einiges. Und ich traue mir, ich versuche mal hier zu rasten. Aber ich befürchte, das wird schief gehen. Nein, das wird nicht schief gehen. Das ist geil. Sehr, sehr geil. Okay, wir haben einen Teil geschafft. Wir sind jetzt hier unten. Okay. Dann müssen wir mal gucken, was finden wir hier noch so alles. Oh. Nochmal ein Kriegsskelett. Eieieiei. Okay, oh, der hat getroffen sogar. Nice. So, ihr müsst natürlich jetzt die Fernkämpfer... Ich krieg's kotzen hier noch. Danke. Okay, drauf. Na kommt, na kommt. Du kannst ja schon mal einen Heilzauber sprechen, aber ganz schnell. Oh Mann, jetzt kommt die Schulter nicht durch. Ja, kannst gleich nochmal einen draufklatschen. Alter, dieses Kriegsskelette sind echt heftig. Okay, es wird Zeit, dass du die Munition verwendest. Und du verwendest die Munition. Wir scheißen jetzt drauf. Jawohl, nice. Okay. Ihr habt eine Aufgabe. Und wir können wieder hochheilen. Wir kommen einfach nicht hinterher. Wir müssen nur noch... Alter, also so ein Kriegsskelett ist echt heftig. Dieses Immun gegen Magie ist einfach ziemlich overpowered, meiner Meinung nach. Ja, gleich nochmal. Gleich nochmal. Okay. Das sollte erstmal reichen. Wir könnten... nee, ich lasse es mal. Halt stehen bleiben. Wie, das ist eine Falle. Da, er löst... Gut. Ich hab genug davon. Ja, der Trank hilft auch schon nicht mehr. Also nochmal einen Trank nehmen. Sieht aus wie ein Ring. Wie ein... Ja, doch, wie so ein Ring. Noch so ein Fleischgolem. Mach's kurz. Okay, hier haben wir wenigstens ein bisschen Platz zum Kämpfen. Aber hier ist sonst nichts und... Oh, eieieiei. Haha, jetzt gefetzt. Okay, weiter geht's. Ah, so eine Art Trainingsraum. Okay. Ist interessant, warum ist hier alles voller Tod? Komm, hier stinkt's doch nach Fallen. Rein gar nichts. Ich will erst den Flur lang gehen, bevor wir die Tür aufmachen. Der Rest kann er schon mal nachziehen. Wenn sie es schaffen. Okay, eine Falle. Wo eine ist, können auch zwei liegen. Ja. Was ist das denn? Okay, hier können... Etwas Unnatürliches geht hier vor. Ich möchte nicht daran teilhaben. Hier können wir irgendwas tun. Ich frage mich nur, was. Was ist das? Ihr seid zu weit entfernt, um das Gerät zu bedienen. Ja, dann geht auch näher ran, du... Okay, wir speichern mal nochmal. Ihr seid zu weit entfernt. Die Weinpresse scheint funktionsfähig zu sein, braucht aber Energie, damit man die damit pressen kann. Sie braucht Energie. Okay, die Frage ist, woher bekommt sie Energie? Deswegen brauchen wir also den Wein. Kann er mit dem Hebel irgendwie Energie erzeugen? Wenn wir jetzt hier nochmal dran klicken, vielleicht setzt er dann den Schalter rein. Es kann natürlich auch sein, dass das natürlich für den dass der Hebel für die Maschine ist, die Energie erzeugt. Was passiert? Oh. Schön, denn ich verschwende jetzt. Verschwende ich nur meine Talente. Okay. Ja? Das klappt hier nicht. Wird sofort erledigt. Du bitte vor, du nach hinten, Tür auf. Oh, das scheint wohl die Energie zu sein. Die Maschine zu sein, die Energie erzeugt. Die Frage ist... Okay. Ah! Die Bedientafel für diese seltsame Maschine, der Schalter scheint abgebrochen zu sein. Ja, kein Problem. Wir haben den Schalter. Einmal hier, bitteschön. Auf ein neues. Der Motor beginnt leise zu summen. Okay, ich höre leider nichts, aber okay.
Dann gehst du jetzt mit der Presse rüber. Mit dem Wein rüber. Dann können wir hier den Wein pressen. Wenn ich das alles richtig verstehe. Ihr legt die Trauben in die Presse und fangt ihren Saft in einer Flasche auf. Haben wir jetzt... Hier, Weinflasche. Dieser Wein wurde gewonnen, indem ihr die seltsame glühende Trauben in die Weinpresse gelegt und die Maschinerie gestartet habt. Wenn ihr an dem Wein schnuppert, steigen die Erinnerungen an verlorene liebe Menschen in euch auf und eure Augen füllen sich mit Tränen. Okay. Ah, hier kommen wir wieder zurück. Was denn? Ich verschwinde jetzt. Ja, verschwinde nur. So, hier hat man eine Geheimtür. Oh nein, ich hasse diese Falle. Ich hasse sie so sehr. Ja, beweg dich. Yes, okay, wir gehen einen anderen Weg. Wir kommen ja eh nur hier wieder raus. Können wir hier oben? Das sieht doch auch irgendwie danach aus, als würde hier ein Geheimweg sein. Wir gehen mal dahin. Wer diese Falle erfunden hat, gehört erschlagen. Komm, als ob hier kein Geheimweg ist. Ich sehe es doch schon an hier. Hier muss... Aha, und eine Falle gleich dahinter. Okay. Haben wir denn sonst alles da unten? Na, untersteh dich da runter zu laufen. Hier haben wir sonst alles. Gehen wir mal auf die Karte, der sieht alles gut aus. Dann gehen wir einfach mal in diesen Bereich und schauen, was wir da zu tun haben. Das wird sofort erledigt. Was mich stutzig macht. Jawohl, okay. Ich mach nichts mehr stutzig. Okay. Masko wird sofort erledigt. Die Frage ist, was können wir damit jetzt machen? Können wir jetzt hier einem dem Wein geben? Das war, glaube ich, er hier, kann das sein? Oder da unten? Ihr habt noch nicht, was ich benötige. Ah, okay. Die reden also wieder mit uns. Ich habe meinen Taten noch nicht gewürdigt. Der war das mit der Chronik. Dann war er das mit dem Wein, glaube ich. Ihr habt genau das, was ich verlange. Tut zuerst, um was meine Brüder euch bitten, dann können wir das Rätsel vielleicht lösen. Okay, dann brauchen wir das Zeug natürlich. Logischerweise brauchen wir das natürlich auch. Natürlich. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Ja? Denn ich verschwinde jetzt. Du verschwindest nicht, nein. Du deckst jetzt hier erstmal ein paar Fallen auf. Also ich hoffe, wir kriegen hier noch einiges an Erfahrung raus. Nicht nur... Ich meine, gut, eine sehr gute Rüstung haben wir hier bekommen, aber ich hoffe ja auf mehr. Okay, hier ist... Das wird sofort erledigt. Keine Fallen, das kann ich nicht glauben. Okay, in den Kisten hat es Fallen. Natürlich. Du bist ja ein komischer Sonst nichts. Hier lang. Als ob da keine Falle ist. Was? Immer noch verschlossen? Ah. Oh. Die Geschichte von Gondegal. Ich bin mir sicher, wir brauchen mehrere Bücher, um irgendwie eine Chronik zusammenzustellen. Das könnte ich mir vorstellen. Zwei Bücher haben wir jetzt schon. Ich hab genug davon. Das scheint mir eine Art Bibliothek zu sein. Oh. Alles voller Fallen hier. Okay, die Geschichte von dem letzten Marsch der Riesen. Und wir sind schon wieder voll. Ich muss das mal anders machen. Sie packt jetzt mal alles, was man nicht braucht, oder was sie ihr nicht braucht, packt die jetzt mal da rein. Zu ihm. Das können wir stapeln. Das können wir jetzt auch ihm geben, das ist mir jetzt egal. Das können wir hier reinlegen. Und das kriegt auch er. Und somit hat sie wieder einiges an mehr Platz. So, das können wir nehmen, das können wir nehmen, das können wir nehmen. Und das Buch nehmen wir auch mal und geben es ihm. Man weiß ja nie. Ist zu weit entfernt. Schön für dich. Du bist halt so weit entfernt. Mir auch egal. So, passt. Und hier eine Todeswolke. Grad 5 mittlerweile sogar schon. Interessant. Was ist das hier? Heldentrank. Ja, weg damit. Zack. Grad 5. Nur 50 Erfahrung leider. Ich verschwinde jetzt. Hier haben wir noch mehr Bücher. Ich weiß halt nicht, ob ich diese Bücher brauche. Deswegen nehme ich sie jetzt halt an mich. Die Geschichte der Draw 2 und die Geschichte von Gondegal, die haben wir doch schon. Okay, die Bücher werden doppelt. Das gefällt mir gar nicht. Gondegal. Die Geschichte von Gondegal. Gondegal.
und Gondegall. Ja, wir warten mal ab. Wir warten mal ab.